Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Bayerischer Landtag beschließt neues Polizeiaufgabengesetz. Mit einer absoluten Mehrheit setzte die CSU Dienstagnacht das umstrittene Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts durch. Laut Innenminister Joachim Herrmann seien die vielen neuen Eingriffsbefugnisse wichtig, um die Polizei technologisch auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu gehören unter anderem der Einsatz von Trojanern, Cloud-Durchsuchungen, IMSI-Catchern, Drohnen und Bodycams bei drohender Gefahr. Grüne und SPD kündigten noch während der zweiten und dritten Lesung Verfassungsklagen an. 1,3 Milliarden gefälschte Facebook-Accounts gelöscht. Unerwünschte Inhalte überschwemmen das soziale Netzwerk Facebook. KI-Filtertechnik hilft beim Aussieben von gefälschten Accounts und problematischen Inhalten. Bei insgesamt rund 2,2 Milliarden aktiven Nutzern hat Facebook allein in den vergangenen zwei Quartalen fast 1,3 Milliarden gefälschte Profile gelöscht. Über 98% davon seien abgefangen worden, noch bevor andere Nutzer sie gesehen hätten, wie Facebook mitteilte. Digitalmesse CeBIT erwartet bis zu 2800 Aussteller. Knapp einen Monat vor dem Start der radikal veränderten IT-Messe CeBIT rechnen die Veranstalter mit 2500 bis 2800 Ausstellern aus 70 Ländern. Zu den ausstellenden Unternehmen zählten auch mehr als 350 Startups mit neuen Geschäftsmodellen, teilte die Deutsche Messe AG in Hannover mit. Die Messe soll wieder stärker für Privatbesucher geöffnet werden. Im Zentrum des neuen Konzepts steht eine Art Campus unter dem Expo-Dach, der Digitalisierung und Kultur vereinen soll. Twitter will störende Trolle künftig häufiger verstecken. Um die Debattenkultur auf Twitter zu verbessern, will die Plattform entschiedener gegen aggressive und störende Trolle vorgehen. Mit einem breiteren Ansatz sollen sie gefunden und ihre Tweets verstärkt versteckt werden. Gelöscht würden die Beiträge jedoch nicht. Das Unternehmen versichert, es gehe dabei nur um störendes Verhalten. Es werde nicht auf Trolle gezielt, die Humor verbreiten. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.